immer Angst, dass ich irgendwas übersehe, aber scheinbar nicht. Natürlich nicht. Komm. Okay. Wenn nur ein Feind hinter dieser blöden Tür wäre, ne, wo ich die rüberlasse, die würde weggeschnappt werden und ich stehe ja immer noch vor der Tür. Aber die kann sich ja null wehren. Naja, ich weiß, ich habe die gleiche Scheiße auch, deswegen mach off jetzt. Können wir uns vielleicht heilen. Hey, bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja. Die hat unter dem Halstuch bestimmt schon so einen achtarmigen oder sowas. Hallo, ist hier jemand? Wenn ja, könnt ihr ruhig wegbleiben. Ich glaube, wir sind richtig. Alles okay? Glaub schon. Ein Klassiker. Statt sich um sie zu sorgen, sorg dich lieber um dich selbst. Törichtes Schaf. Ja. Zügle dich, Kind. Oh je. Leon, wo bin ich? Aber warum bin ich alleine? Warte! Würde ich jetzt auch so machen? Nicht nachfragen, einfach weglaufen? Shit. Kennen das, sie wird abhauen. Admir, grüß dich. Hey, Klassiker halt auch hier, ne? Also wieder... Jetzt mal Butter bei der Fische. Ich habe kein Item gefunden, um in dieses Dingens reinzukommen, ne? Ja, mach doch. Also in dieser großen Halle, da musste man noch so ein Item einsetzen. Haben wir jetzt irgendwie nicht geschafft. Oder das kommt später nochmal. Ach, ich bin immer noch beim Schloss, okay, cool. Basis, kommen, es gibt ein Problem. Wir haben Zuflucht in einer Burg gesucht, aber ich wurde soeben von Baby Eagle getrennt. Bitte, ich nicht. Basis, ich verliere dich. Hörst du mich? Owen? Simuliert doch, die will doch nicht mehr arbeiten, ja, Feierabend wahrscheinlich. Admir, du kannst mir gerne helfen, aber ich würde dann eher nachfragen, ne? Also hier nicht zu groß spoilern. Oder Backseat Game bitte. Weil ich will ja auch wenn ich mich anstelle, möchte ich ja natürlich auch selber ein bisschen die Story genießen. Der Shifty, der kennt mich jetzt schon einen oder anderen Tag. Der freut sich immer, wenn ich Rätsel-Games spiele. Und wir wissen ja alle, dass Rätsel bei dem Game nicht so schwer sind. Aber ich mich doch durchaus mal anstelle. Ne? Also wenn ich dann nicht weiterkomme, sage ich schon Bescheid. Weil es sollte ja eigentlich nicht so das Problem werden, hoffe ich. So ein bisschen rumrennen und gucken, ob ich hier noch irgendwo was... Ach, hier bin ich ja gekommen, hier war nichts. Mit dem Würfel-Item kannst du den Schatz kriegen. War doch gerade beim Brunnen. Vielleicht mal wieder nicht gesehen. Schon wieder übelst warm im Zimmer. Oder kommt mir das nur so vor? Ich höre irgendwas platschen. Bin ich das? Aha, guck mal an. Ich nehme mal mit. Du siehst aus wie ein riesiger Forellenbarsch für eine Quest. Wo ist denn der andere kleine Barsch hin? Ich bin total Naturfreund und so und Tieren was anzutun würde mir nicht einfallen, aber es ist ja nur ein Spiel, ne? Kuh. Warum ist denn der drei Slots?
Ah, verdammt, was denn? Moment. Ich muss kurz überlegen. Kann ich was herstellen? Brauche ich was? Bolzen sind halt immer nice. Minusätze. Minusätze mache. Wieder zwei Slots weg. Ja, das Ding mit den Kräuterkombinationen ist halt, ich will halt immer so kombinieren eigentlich, dass ich immer wieder noch HP dort drauf kriege. Das heißt, ich brauche halt noch ein gelbes Kraut und das fehlt mir halt immer. Ich kann jetzt ganz einfach machen und die Schlange essen. Da wird ja jetzt kein Dingens mehr kommen, keine Quests dafür, weil es kam ja schon eine. Das ist eine seltene Ameise, okay. Ja, Daniel, beim Rätsellösen ist der eigentliche Horror in dem Game. Entschuldigen Sie. Chef Dion, beruhigen Sie sich. Was soll denn hier eine seltene Ameise sein? Und wie groß ist diese Ameise, frage ich mich vor allen Dingen. Hat das mit diesen Parasiten zu tun? Frag für einen Freund. Den Fisch lassen wir jetzt erstmal noch am Leben. Mit der Story, die ich in dem Buch gelesen habe. Da müsste die Ameise ja in der Nacht rausgekrabbelt kommen. Na Mensch. Ist die Ameise Originalgröße? Weil dann wäre sie ziemlich klein. Also nix Ameise hier, aber ich würde mal sagen, der Fisch war schon ein Hint. Weil es gab schon mal eine Quest mit einem großen, fang einen großen Fisch. Gehen wir erstmal zum Händler, der sich ja wieder, wie auch immer, hier reingesneakt hat. Harter Tag, was Fremder? Deswegen doch Rot und Grün. Rot und Grün ist grundsätzlich effektiver als Grün-Grün. Ja, das stimmt. Aber wenn ich jetzt hier reingucke in die Herstellung, kann ich ja sagen, immer wenn ich ein Gelbes dazu packe, erhöht sich die maximale Gesundheit. Das heißt, mein Gesundheitsbalken hier unten wandert halt noch. Und deswegen versuche ich immer noch ein gelbes Kraut zu finden, um das zu kombinieren in irgendeiner Form. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. So, das ist die Mathilda. Die ich natürlich nicht mit irgendwas vergleichen kann, oder was? Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Eine Pistole, die drei Schüsse in schneller Abfolge feuern kann, wenn sie mit der zugehörigen Schulterstütze ausgestattet wird. Das heißt, ich habe eine Burst-Pistole, die nur funktioniert, wenn eine Schulterstütze eingeklinkt ist. Also was ist das denn? Bin gar nicht so der Fan von Burst-Waffen. Ehrlich bin. Ich muss mal kurz gucken. Ich kaufe fast. Ich hab nur die nicht. Den Schlüssel konnte ich jetzt verkaufen. Naja, alles abgehakt. Okay. Willkommen. Ich hab was Neues für dich, Papa. Das schon wieder neue Waffen? Nee. Eine Schutzweste. Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Das versichere ich. Not that bad. Na dann, was kann ich für dich tun? Ja, ist halt jetzt nicht so, die hebe ich mir immer auf, ne? Erstmal das Messer reparieren. Geh sorgfältig damit um, okay? Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Man kann im Nachhinein das noch drauf kombinieren. Ach so, das wusste ich nicht. Bei der Ameise gucke ich mal, ob die... Aber ich habe doch gerade an die Wand geguckt, da war doch nichts. Da war doch nichts. Also ich würde mal sagen, Schutzweste wäre schon nicht so bad, ne? Machen wir einfach mal. Zack. Keine Sorge, bei Bedarf kann ich sie dir natürlich reparieren. Das wusste ich natürlich nicht.
man die danach noch kombinieren kann. Warum probierst du nicht mal? Oh, es hätte mir so Waffe viel aus, Fremder? Shit erspart. Könntet ihr das Leben retten? Ja gut, so viel auch nicht, aber. Wie sinnvoll ist es, eine Magnum zu kaufen? Ja, gar nicht sinnvoll, ne? Weil ihr seht ja, wie es hier aussieht drin. Lyrian, das ist jetzt gerade ungünstig. Ich kaufe fast alles. Wie immer halt, ne? Danke. Aber es ist schon mal cool. Ich kann nämlich den großen Forellenbarsch, doch könnte ich verkaufen. Ich will den gerne einlagern. Das ist wieder irgendwas, was ich nicht einlagern kann, wir ne? Wir kommen jederzeit wieder. Nee, also kannst du nur Waffen reinpacken. Ja, scheiße. Nimm später die Killer 7, die ist besser als die Broken Butterfly. Ja, ich habe schon gehört, die Matilda soll eine ziemlich krasse Pistole sein. Aber... Burstwaffen, ah, dann gehen halt immer direkt 3 Schuss raus, ne? So, hier irgendwo an der Wand, so jetzt... Ist das da oben? Ne, ist nur ein Blatt, okay. Beim Brunnen an der Wand ist eine seltene Ameise. Kann das sein, dass das erst beim New Game Plus oder so kommt? Im zweiten Durchlauf? Weil ich sehe es jetzt halt nicht, ne? Trotzdem eine geile Waffe. Ja, also glaube ich schon, ne? Glaube ich euch schon. Ja, die sind blöd. Gehe ich wieder zurück, ganz verkaufe ich die wieder. Soll ich das jetzt wirklich mal riskieren und die hier zusammen craften? Dann würde ich ja aus 4 Slots... Ist das stapelbar? Nee, wa? Wenn ich jetzt... 2 grüne und 2 rote jeweils zusammen mache. Habe ich ja wieder. Habe ich dann noch 2 Slots statt 4. Würde erstmal 1 machen. Machen erstmal rot und grün. Und dann. Verlass mich jetzt hier einfach auf den Chat, ne? Kann ich jetzt den Fisch noch mitnehmen? Den Teich mache ich leer, Junge. Warum habe ich jetzt schon wieder? Nur noch 5 Pfeile. Wieder vergessen nachzuladen, wa? Lyrian, kommst du klar? Kannst du dich jetzt irgendwo hinlegen? Das wäre echt entspannt, ne? Nein, ich lade jetzt nochmal hier lang, weil es war ja eigentlich doch geiler oben auf dem Rechner. Also, Katzen. Willkommen! So, Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Oh ja! Stirb mir da draußen nicht weg! Aha, lustig. So. Juhu, Handgranate. Hallo, hallo. Ach, er ist tot, okay. Hätte ich jetzt nicht mit dem Bolzen geschossen, hätte ich schon wieder Munition verschwendet. Aber so? Ah, ich glaube, diese Sekte wird wahrscheinlich sehr an Mitgliedermangel leiden. Das ist einfach krank. Eldaf. So. Lass mich in die andere Richtung schauen. Ich höre doch schon wieder Gemurmel hier. Da lang gehe. So.
Ich komme durch die Tür gar nicht durch. Hier ist es gleich nice. Also wenn ich das wieder aus dem Chat höre, dann weiß ich, dass hier gleich wieder mächtig Luzi abgehen wird. Weil für den Chat ist immer, wenn der Streamer leidet, ist immer geil. Das klingt nach sehr vielen Betenden. Wer mit einem gesunden Geistesverstand würde hier rüberspringen? Niemand, richtig. Aber ich mach's trotzdem, weil ich ja muss. Ach, wie wird das gleich schön werden? Kann die Schönheit schon spüren. Ey, hier dran ziehe, geht's bestimmt direkt los, ne? Da steht einer, da steht einer. Zweier. Bringe die karmesinrote Flamme da. Die Stimme der Seuche wohnt in den Flammen. Sie führt die bedauernswerten Seelen zur Erlösung. Bringe die karmesinrote Flamme an ihren rechtmäßigen Ort und du solltest erleuchtend der Weg dir offenbart werden. Achso, das ist das Ding, was der Typ da schwenkt. Ich weiß noch nicht, wie viele Gegner es da sind. Also ich sehe jetzt erstmal so 2, 3. Ich habe da so ein Explosionsfass gesehen. Was ist denn, wenn ich dem da oben direkt mal die Omme wegschieße? Mach erst den roten platt. Ah. Das sind mehr als 2. Wir machen mal einen ganz entspannten. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Minus-Sätze kann man immer mal gebrauchen. Kann ja nur von einer Richtung kommen, ne? Jetzt schon einer. Überraschung. Was denn nur, okay? Nachgeladen gerade? Achso, er lädt einfach nicht nach. Weil ihm der Kopf weh tut. Das ist jetzt ungünstig. Ich habe Space gedrückt. Ich schwöre, ich habe Space gedrückt. Scheiße, das war nicht gut. Das habe ich auch gemerkt. Ja, es war schon keine schlechte Idee mit der Sprengfalle. Aber das war ein bisschen zu wenig der Vorbereitung. Ja. Das ist einfach krank. Ja, dass das krank ist. Warum habe ich denn jetzt eigentlich das Messer ausgerüstet? Ausrüsten. Andere brauche ich ja zum Craften. Craften. So. Hust. Schleichenhust. Ach, Quatsch. Mach ich nie. Der Shift, die kennt's. Shift W ist mein Gameplay. Das war schon nicht so schlecht.
Mit dem... Nee. Ich hab mich nur blöd angestellt.